Herzlich willkommen, liebe Freunde! Wir sind hier auf Koh Lanta gelandet, nach dem ganzen Inselhopping. Wir waren jetzt 15 Tage lang auf kleinen Inseln unterwegs, war mega geil, aber jetzt ist auch cool, mal auf einer größeren wieder zu sein, auf Koh Lanta nämlich. Genau, und das hier ist unser neuer Raum. Da bleiben wir jetzt erstmal 3 Tage und können entspannt ankommen. Genau, ganz geiles Bett, richtig groß, wie in einem Hotel. Und ihr müsst wissen, ja, das Zimmer hat 20 Euro gekostet die Nacht, also voll in Ordnung. Und dafür kriegt man hier echt viel, täglich neue Handtücher, schönes Bett, Klimaanlage, was im Moment so wichtig ist, Leute. Es ist so heiß geworden in Thailand, das ist einfach nur noch abartig, gell? Ja, ja, wir waren gestern schon irgendwie 4 Stunden unterwegs und das ist so krass. Der Körper kommt einem irgendwie doppelt so schwer vor. Ja, danach waren wir richtig platt. Deswegen Klimaanlage voll wichtig und voll schöner Boden hier, so ein Fliesenboden, echt angenehm. Ja, angenehm kühlend. Eine Mini-Kochzeile, was aber gut ist. Gestern Abend zum Beispiel hatte Matthias ganz schlimme Migräne. Ja. Dann konnten wir uns hier einfach nur schnell ein paar Sandwiches machen. Das ist halt angenehm. Die haben mich gerettet. Ja, mit Kühlschrank und so weiter. Und ein echt schönes Bad. Also hier mit so einer WG-Bad-Dusche. Ja. Richtig schön. Ey, ganz ehrlich, für 20 Euro, das ist ein Hammer-Deal. Kulugu. Was haben wir heute vor? Heute geht's zur Animal Welfare. Einmal hat uns das die Chaco Wush nicht empfohlen, aber wir wurden inspiriert von ihr, von ihrem Kanal Modern Gypsies, ein Reisekanal, die war da. Und dann haben das ganz viele von euch uns vorgeschlagen auf Instagram. Deswegen gehen wir da hin. Das ist so eine Auffangstation für kranke Hunde und Katzen oder verletzte Hunde und Katzen. Und das wollen wir uns anschauen, vielleicht mit dem Hund spazieren gehen, wenn es sich ergibt oder so. Genau, wir nehmen da euch dazu haben wir mit. Voll Lust drauf. Und ich glaube, es ist voll was Gutes, weil hier gibt es einfach viele Straßenhunde und viele Katzen und so, die kein Zuhause haben. Und da kriegen sie ein Zuhause. Und es ist immer schön, wenn dann die Touristen kommen und ein bisschen Gassi gehen mit denen, ein bisschen streicheln und so. Spende da lassen und so. Genau, und das machen wir heute. Mal schauen, was wir sonst noch machen. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Wir sind jetzt am Khlong Ninh Beach und wir hatten gestern schon das Gefühl, dass es hier so ein bisschen so ein healthy Dörfchen ist und es hier auch ganz viel Essen gibt ohne MSG und sie kennen den Begriff vegan und so. Und deswegen hatten wir Bock, heute hier nochmal essen zu gehen, weil es einfach nett war gestern. Kollegen, Kollegen. Hallo, hallo. Hallo. Schau mal, das ist ein Kampfhund. Ganz lieb. Ja, ganz lieb. Ganz lieb. Kann leider nicht in alle Länder adoptiert werden, ne, weil der Kampfhund ist. Jetzt spazieren mit den Hunden, aber irgendwie sind die sind mega süß, aber die ignorieren einen die ganze Zeit. Also irgendwie, ich glaube, die sind es gewöhnt und trotzdem macht es total Spaß. Wie geht's dir? Gut. Ungewohnt, oder? Ja, wir sind halt, also wir haben vor allem 2 ganz kleine Junge bekommen, die müssen an jedem Ding stehen bleiben. Ja, ja, das ist, die sind aufgeregt. Die sind mega aufgeregt. Meiner bleibt überall stehen und riecht, überall, überall. Aber ich warte dann auch auf ihn. Muss er ausprobieren. Viel zu entdecken. Schau mal, Leute. Durianbaum. Wow. Er ist auch interessiert. Ach, das war jetzt anstrengend. Wir sind doch relativ weit gegangen. Und ich glaube sogar, dass es ein bisschen zu weit war für die Kleinen. Weil
Die haben die ganze Zeit zu stark geatmet und irgendwie habe ich schon ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt. Gerade zu weit für die Kleinen. Ja, die sind noch relativ jung und so und die ziehen die ganze Zeit an der Leine und das erschöpft die natürlich auch total. Naja, jetzt gehen wir zurück und ist auch gut so, es reicht jetzt. So, jetzt sind wir zurück, jetzt geben wir gleich die zwei Süßen hier ab, die sind echt total, total lieb. Und es ist auch super schön, dass es so eine Einrichtung gibt. Die Katzen haben es da total schön und dass sie sich um die verletzten Tiere kümmern und Tiere sterilisieren und so. Das ist wirklich total schön und ja, es war ein weiter Weg, zu weit für die zwei, glaube ich. Aber es war trotzdem schön, irgendwie mit denen in Kontakt zu sein. Ich bin richtig traurig jetzt irgendwie. Die zwei Süßen, die fehlen mir schon. Und da sieht man mal einfach, wie viel so ein Tier einem geben kann. Das ist so schön, das holt mich immer so runter und das erdet mich. Und ach, es ist einfach schön, das macht mir Spaß und gibt mir einfach ein gutes Gefühl. Und dafür ist es doch eine tolle Erfahrung, da einfach mal hinzugehen und einfach ein bisschen in Kontakt zu sein mit den Tierchen. Vor allem, und so. Wenn man selber keine hat, gell? Ja, ich liebe halt keine. Katzen so sehr und mir hat das am allermeisten gegeben mit den Katzen. In diesem Katzencafé kann man nicht sagen, aber halt in diesem Kitty City. Das fand ich richtig, richtig toll. So, weil der Tag so brutal anstrengend war und es einfach brutal heiß war, haben wir jetzt beschlossen, wir bleiben jetzt im Zimmer. Es ist einfach super klimatisiert und so angenehm. Und da gucken wir einfach Serien und holen uns Sandwiches. Ananas als Ausbeute haben wir noch mitgenommen. Jetzt gibt's Sandwich. Wer ist die beste Sandwich-Makerin? Hier. Yeah. Ich liebe Sandwiches. Ja, ja. Ich liebe es vor allem, deine Sandwiches zu essen. Seht ihr das? Es ist hier blau. Ich meine, wo sind wir hier, ey? Das ist ja voll ultra Hightech hier. Schau mal, das ist ein blaues Deckenlicht. So, jetzt gibt's noch eine zweite Runde Sandwiches, ne? Die machst du uns. Ja. Ja, und danke mal wieder fürs Zusehen. Es macht immer wieder Spaß mit euch und bis zum nächsten Mal. Genau, wir verlinken euch auch nochmal hier den Abo-Button und hier das letzte Video. Dann könnt ihr da nochmal reinschauen und uns abonnieren, um kein Video zu verpassen. Wir gucken jetzt nochmal weiter Serien, eine zweite Folge und eine zweite Runde Sandwiches. Und dann gehen wir auch schon schlafen. Es macht immer platt die Sonne. Absolut. Genau. Ciao, ciao. Bis dann, ciao.